Hallo. Ja, wir machen mal ein kleines Experiment. Ich habe ja gesagt, mir ist das zu viel Arbeit, dieses ganze Zusammenschneiden von Vlogs und so. Und ich habe mich ja, naja, nicht von YouTube verabschiedet, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ich habe ja gesagt, ich kann das im Moment nicht mehr gleichzeitig. Und ich hatte irgendwann schon mal meine Insta-Stories auch auf YouTube hochgeladen. Und habe dann, das fiel mir irgendwie wieder ein, und gedacht, Mensch, das kannst du doch eigentlich machen. Die brauchst du nur zack hintereinander hängen. Ist aber bei Insta auch nicht anders, weil mir auch tatsächlich Leute geschrieben haben, ja, sie wünschen mir ein schönes Leben, so sinngemäß. Bei Insta sind sie nicht. Da habe ich dann mir gerade überlegt, das wäre ja eigentlich, das könnte man ja machen. Und dann kam ich auf eine gute Idee. Wir werden das einfach gemeinsam machen, dass wir dann die Kamera drehen. Und dass ihr mich dann, ist das auch richtig so? Ja, dass ihr dann die Insta-Story sozusagen so sehen könnt. Und zwar, auf dem Rechner wird das nicht gehen, aber auf dem Handy natürlich, wenn man halt die YouTube-App öffnet und das Patricia Kreativ-Video startet, dann ist das ja klein auf der einen Seite und der Videostreifen, wenn ich dann die Hochkant-Sachen sozusagen einblende, ist ja ganz winzig. Darum habe ich das Video jetzt halt eben gedreht, also so sozusagen in meinem Videoschnittprogramm angelegt. Und ihr müsst jetzt das Video, das Handy drehen, damit ihr dann mich so sehen könnt. Also ihr macht jetzt praktisch den Bildschirm sozusagen auf groß, dass das ganze Handy ausgefüllt ist. Und wenn ihr jetzt das Handy dreht, dann schwuppt das ja wieder zurück. Also müsst ihr jetzt, damit es nicht wieder zurück schwuppt und ihr das aber gerade angucken könnt, müsstet ihr jetzt so ach, jetzt wollte ich es mir noch merken, wie heißt es denn? Warte mal, kann man es nicht hier auch? Nee, wenn die Video und die Kamera an ist, nicht. Moment, ich gucke noch mal kurz, wie das heißt. Genau, bei mir heißt es Ausrichtungssperre. Also müsstest du jetzt praktisch, also beim iPhone ist es so, man zieht halt auf der rechten Seite am Bildschirm nach unten, von oben nach unten und dann geht halt dieser Autostart, dieser Start, wo die Taschenlampe, der Taschenrechner und so ist, dieser Bildschirm öffnet sich dann und dann ist da so ein kleines Symbol, ein Schloss, wo so ein Pfeil drumherum geht und wenn man da drauf drückt, dann kommt halt eben Ausrichtungssperre eingeschaltet und dann kannst du nämlich das Telefon drehen und es schwuppt nicht zurück. Wie das bei anderen Geräten geht, weiß ich natürlich nicht. Aber es heißt Ausrichtungssperre, ist auch in vielen anderen Situationen sinnvoll. Zum Beispiel, wenn man im Bett liegt und Handy lesen möchte und dann halt eben so, ich sag mal Instagram oder so, dann schwuppt es ja auch immer wieder zurück, weil man ja dann den Bildschirm so dreht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier meine ganzen Insta-Dings-Videos. Wenn ich das jetzt so drehe, dann weiß ich nicht, wie ich hinterher. Hier hochgeladen, also die kommen jetzt hier danach, zumindest erstmal für den September und schreibt mir einfach mal, ob das irgendwie eine Option ist. Also, dass es jetzt nicht jedem gefällt, ist mir klar, kann ich jetzt auch nicht ändern, aber es wäre eine Variante, ne? Besser als gar nichts, oder? Dachte ich mir irgendwie so, ich mache einfach mal. Ja, viel Spaß. So, jetzt nochmal von mir direkt. Ich stehe jetzt hier schon am Fitnessstudio. Kann man das sehen? Ja, doch, sieht man. Gehe da jetzt gleich rein. Freitagmittag war ich, weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Freitagmittag hier war. Muss gleich nochmal auf den Kursplan gucken. Ich glaube aber, die Kurse sind erst so wieder ab 16 Uhr, das ist mir dann zu spät. Oh, es gibt so Tage, an denen fällt es tatsächlich schwer, von Arbeit auf Freizeit irgendwie umzuschalten. Heute ist irgendwie so ein Tag, nicht, dass es jetzt so furchtbar anstrengend war, aber irgendwie gibt es ja, wie gesagt, manchmal so Tage, da ist man irgendwie noch in so einem Thema irgendwie drin. Naja, nichts passiert irgendwie, alles im grünen Bereich. Und jetzt Fitnessstudio und ich bin jetzt schon so müde. Aber ich freue mich schon drauf, wenn ich dann zu Hause bin. Fertig, geduscht, frisch gewaschene Haare, Kaffee und vielleicht erstmal aufs Sofa. Apropos Haare, ich glaube, die müssen auch mal wieder gefärbt werden. Ne? Ja, also. Jo, ich bin zu Hause, Haare noch nass, ungeschminkt. Gammel-T-Shirt an. Aber ich muss mich jetzt. Jetzt ist fast übergelaufen. Ey. Ich muss noch mal in mich gehen. Ich brüte nämlich was aus. Ich brüte und brüte. Und wenn ich brüte, dann, wenn ich so brüte wie jetzt, hat das meistens auch was mit Geld zu tun. Ich weiß nicht genau, ob ich euch das dann erzähle, wenn ich fertig gebrütet habe. Wahrscheinlich ja. Aber ich muss da jetzt mal erstmal drüber nachdenken. Darum muss halt die Vorstellung von dem Digital Plan.
von dem Planer, von dem digitalen Planer, noch einen Moment warten. So, es ist übrigens immer noch der Klassiker, wenn man die Kamera anmacht, fängt man immer erstmal an, sich in den Haaren rumzuwuscheln. Das machen alle anderen auch. Also habe ich gedacht, ich kann das auch mal machen. Fällt es überhaupt auf, dass meine Haare ein ganzes Stück kürzer sind? Nee, wahrscheinlich nicht. Ihr habt mich ja gar nicht gesehen mit langen Haaren. Also die waren locker so ein Stück länger. Also mindestens bis hier. Ja, wollte ich nur mal sagen. Jo, also ich bin jetzt in mich gegangen, habe gebrütet und gebrütet und gebrütet und habe mich dagegen entschieden. Ich kann es auch mal so kurz sagen, also ich war tatsächlich überlegen, ob ich einen Online-Kurs buche, der mir jetzt aber zu teuer ist. Ich möchte auch nicht sagen, was er gekostet hätte und auch nicht genau wie und was. Das werde ich mir fürs Frühjahr aufheben. Habe jetzt aber lange mit mir gerungen und habe auch mit der geschrieben, die das veranstaltet. Und habe mir noch dieses und jenes dazu angeguckt, aber nein, ich werde es nicht tun. Ist jetzt irgendwie doof, das so anzuteasern und dann, aber egal. Im Frühjahr dann irgendwann. Wir machen erstmal so weiter wie bisher. Ich habe noch so viele angefangene Projekte und so viel zu erzählen und so viel zu zeigen und mir so viele Gedanken zu machen darüber, wie ich so mein Online-Leben und alles Mögliche, was so außerhalb der Arbeit irgendwie ist, gestalten möchte. Da muss ich erstmal gucken, wo ich hin will. Und da könnt ihr mir bestimmt bei helfen. Also ich meine, ich bin inzwischen über 50. Ich habe mit dem ganzen Online-Gedöns hier YouTube und so angefangen. Das ist schon, ich muss echt mal gucken, das ist glaube ich schon 10 Jahre her. Und wie lange gibt es Facebook inzwischen? 15 Jahre? Weiß ich nicht genau. Ja, also irgendwie muss ich jetzt mal überlegen, wo ich eigentlich hin will, was ich eigentlich machen will und wer mir überhaupt zuguckt. Also ja, ihr, super. Ich freue mich total. Aber es macht ja auch irgendwie nicht mehr so richtig Sinn, wenn man kein Ziel verfolgt, wenn nirgendwo irgendwie sich was verändert. Es wird nicht mehr, es wird nicht weniger. Irgendwie wird es langweilig und ich denke, ich muss mich mal auf irgendwas mehr fokussieren. Da arbeiten wir erstmal dran. Und jetzt arbeiten wir erstmal am Abendessen. So, ich muss jetzt doch nochmal, ich packe gerade ein Paket aus und muss nochmal kurz Influencer spielen. Keine Werbung, aber ihr seht das im Hintergrund. Ich habe mal ein bisschen sortiert. Ich habe hier meine kleinen Dosen, ach so, meine Fischverpackung, nicht so spannend. Meine kleinen Dosen hier mal aussortiert, weil das irgendwie nicht mehr so schön war, fand ich jedenfalls. Und jetzt habe ich dann nur die großen. Und dann werde ich nämlich da, wo hinten noch Platz ist, nämlich die aufstellen, die jetzt im neuen Paket sind und die, die noch auf dem Kühlschrank stehen. Ich habe ein Problem. Das ist auch schlau. Jetzt hat meine Uhr schon lange geklingelt. Und mein Fisch, naja gut, vor lauter Müsli-Film glatt vergessen, dass ich noch was im Ofen habe. Ja, also, ich sage euch jetzt mal das ganze dramatische Ausmaß. Also da oben, das sind ja die, die im letzten Jahr August hat mich mein Müsli erwischt sozusagen. Die habe ich dann noch stehen, die habe ich im Sommer aus Konstanz mitgebracht, also aus dem Mai-Müsli-Laden, total cool. Ich will alle Mai-Müsli-Läden-Müslis haben, das heißt, ich muss überall hin und mir alle vor Ort kaufen, die kann man nicht bestellen. Da gab es aber dann noch eine alte Dose Nürnberg-Müsli, die ich da mitgenommen habe und es gab Taste the Love-Müsli, das muss ich auch unbedingt haben. Das hat meine Freundin von Sylt mitgebracht, das ist hier von dem einen Sternekoch, der auf Sylt, Sylt-Müsli, der das da vertreibt. Und dann gibt es da das... Warte, ich muss mal auf den Stuhl steigen. Moment. So, das ist das Müsli vom World Müsli Day. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, weil die Dose wieder total cool ist. Weil wir dann gleich dabei waren, natürlich das Herbstmüsli und Imogdi. Das passt dann ja irgendwie auch gerade. Kenne ich nicht, habe ich nicht. Ist ja bestimmt lecker. So, dann haben wir hier noch das Glamour-Müsli, das ist angefangen und das Sommer-Müsli ist auch angefangen und Berry Salted Caramel, das hatte ich schon, die Dose habe ich schon einmal und das Mozart-Müsli, das gibt es ja jetzt wieder im Winter, da habe ich auch schon eine Dose. Die brauche ich jetzt also dann ja nicht nochmal da oben hinstellen, das macht ja keinen Sinn, aber das ist die anderen, da die links, die sind noch alle voll. Das Problem ist nur entstanden, weil ich über den Sommer so wenig Müsli gegessen habe, weil ich das jetzt mal so phasenweise zwischendurch gut vertragen habe. Das ist bei mir immer mal so. Ich habe heute gerade mal wieder eine ordentliche Portion gegessen. Mein Bauch hat auch gegrummelt, weil ich dieses Vollkorn einfach nicht so gut vertrage. Letztendlich ist es jetzt aber wieder gut. Also ich werde jetzt wieder häufiger Müsli essen, weil dadurch ist das Problem ja erst entstanden, dass es sich so stapelt, weil ich nicht geschafft habe, das alles zu essen. Aber ich
stehe 100% dahinter. Ich mag das wirklich, wirklich, wirklich sehr. Und ich bin halt auch Verpackungsopfer und es macht mir auch einfach dann Spaß. Das wirklich Einzige, was ich nicht so schön finde, sind diese langweiligen Dosen. Und das Büchermüsli ist irgendwie nicht meins. Ist aber trotzdem fast aufgegessen. Also es ist jetzt nicht eklig, ne? Aber alle anderen Mischungen, mega. Ja, ich habe ein Problem. Jo, wir sind wieder zu Hause. Ich muss mal meine neuen Brillen vorzeigen. Meistens setze ich die Brille ab, wenn ich eine Story mache, weil ich mich nämlich so gar nicht scharf sehe. Ich müsste dann praktisch durch den Leseteil der Brille gucken, so, damit ich mich selber scharf hier im Display sehen kann. Das ist natürlich total nervig. Ich habe die damals ausgesucht, weil ich sie optisch ganz schön fand mit dem mehrfarbigen. Ich fand aber jetzt im Laufe der Zeit, dass dieses Glas auch einfach zu groß ist für mein Gesicht, weil ich habe nun mal naturgegebene Augenringe und die sind dann in der Brille irgendwie drin. Und das ist eigentlich doof. Ich dachte aber damals für eine Gleitsichtbrille, das war meine erste, die sollte möglichst groß sein. Fehler. Das ist jetzt die neue. Ich hatte davor auch schon mal so eine ganz normale schwarze. Der eine oder andere wird die wahrscheinlich kennen. Um mich jetzt selber scharf sehen zu können, brauche ich den Kopf nur so ganz leicht anheben und kann mich scharf erkennen, weil natürlich dadurch, dass die Brille nicht so weit runter geht, der Leseteil natürlich ein wenig höher ist und ich den Kopf nicht so weit anheben muss, um durch den Leseteil durchzugucken. Darum, die erste Leitsichtbrille sollte nicht unbedingt gar so hoch sein. Diese ganz hohen Brillen sind ja total modern. Erstmal finde ich die meisten nicht so schön, aber nein, ist ja auch egal. Aber es ist einfach einfacher, wenn die Schichten, durch die man dann bei den Gleitsichtbrillen guckt, etwas näher beieinander liegen. Auf die Idee kommt man selber aber nicht. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Arbeitsplatzbrille. Das ist für mich ja jetzt auch noch Neuland. Habe ich noch nicht gehabt. Die ist cool, oder? Ist jetzt auch wieder ein bisschen höher, aber bei der Arbeitsplatzbrille guckt man ja von unten vom Schreibtisch bis zum Monitor. Und der Unterschied ist zu einer Gleitsichtbrille, dass der Teil, der ganz hinten liegt, da ganz hinten, dass der hier oben nicht mit drin ist. Also man hat praktisch eine geringere Range, würde ich mal sagen. Und dafür ist es aber halt eben vom Leseteil bis zum Bildschirmteil alles so etwas länger gezogen. Das heißt, man hat einen größeren Winkel. Muss also nicht bei jedem Mal komplett den Kopf bewegen, sondern kann halt auch ein bisschen gucken. Wobei ich da hinten auch noch, naja, nicht ganz scharf sehe, aber ja, und da habe ich gedacht, wenn ich die nur zur Arbeit aufsetze, kann die auch ein bisschen, ich bin über 50, ich darf das sagen, ein bisschen poppig aussehen. Das wäre jetzt für mich wieder keine für jeden Tag, aber zum Arbeiten finde ich das gut. So, wir haben uns was zu essen aus der Stadt mitgebracht. Nudeln, gebratene Nudeln mit Hähnchen und Erdnusssoße. Aber ich glaube, ich trinke erstmal Kaffee. Bis später. Guten Morgen, schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin hier mal kurz bei uns im Garten. Beziehungsweise wir machen Arbeitsteilung. Mein Mann legt das zweite Beet an, was ich bestellt habe. Ich zeige euch erstmal das erste und wo das zweite hinkommt. Ich werde nach oben gehen an die Nähmaschine und die Wohnwagenvorhänge nähen, sozusagen, oder zumindest anfangen. Ich zeige euch das mal. So, das ist unser Vorgarten hier. Ich will jetzt nicht zu viel Straße zeigen wegen der Nachbarn. Auf jeden Fall kommt hier gleich der Zaun. Das ist der Eingang. Das ist der Mann und die Mülltonnen und der kämpft schon mit der Grasnarbe. Jedenfalls ist da oben der Eingang und hier ist das Eingangstor. Und hier war die ganze Zeit, die ganzen Jahre über immer nichts. Ja, nur Rasen eigentlich. Jetzt haben wir hier im August dieses Beet angelegt. Die Pflanzen sind schon riesig geworden. Frag mich nicht, was das alles ist. Wenn dich das interessiert, schreib mir eine Nachricht. Ich kann da nochmal ein Bild einstellen, was das alles ist. Ist natürlich jetzt schon zum großen Teil verblüht, aber die hier sind doch wohl geil, oder? Hammer. Und jetzt kommt zumindest auf die andere Seite. Also hier, also da von dem Kellerfenster, hier einmal so lang, bis hier, bis zu dem Kellerfenster, kommt jetzt das zweite Beet. Das ist dann so ein bisschen versetzt. Also es liegt praktisch genau so versetzt gegenüber. Und da kommen dann so orange-rote Stauden rein. Alles Stauden, ne? Alles pflegeleicht. Sommerbeet, weil hier Sonne ist tagsüber, pflegeleicht, Ast rein. Jetzt kommen die Waschbetonplatten weg und das Beet wird angelegt. Ja, die Pflanzen habe ich alle online bestellt
Wo ist ja eigentlich total egal, sonst muss ich ja gleich wieder Werbung reinschreiben, ist ja voll nervig, jedenfalls online bestellt. Also in einer Zeitschrift habe ich das, in einer Gartenzeitschrift habe ich das abgebildet gesehen und dann da in einem Shop online bestellt. Und da das super funktioniert hat, die Pflanzen also alle angegangen sind, ich gehe mal davon aus, dass die nächstes Jahr auch alle wieder blühen und so. Das Beet, was da jetzt schon fertig ist, hat glaube ich 50 gekostet und das neue, was jetzt kommt, hat 65 oder so gekostet. Also ich finde das total okay. Die Pflanzen sind alle aufeinander abgestimmt und das wird mega. So, ich jetzt nach oben Stoff schnippeln. Stoff zeige ich euch auch gleich. Wie es immer so ist, in meiner Nähecke noch Chaos, weil wie das auch so ist, wenn man halt immer mehrere Sachen anfängt. Da hängt noch der angefangene Quilt. Da liegen noch die Zuschnitte. Nicht ganz fertig geworden, irgendwann und dann erstmal liegen lassen über den Sommer. Also ich räume auf und zeige euch dann den Stoff. So, das sind die alten Gardinen jetzt hier aus dem Wohnwagen und das hier aus der Nasszelle im Wohnwagen. Da ist jetzt nichts Schlechtes dran, aber besonders schön sind die natürlich jetzt auch nicht. Ne? Irgend so ein Billo-Stoff, sage ich mal, hier mit so einem ganz normalen Band dran. Also wir haben die jetzt ja gehabt eine ganze Zeit, also ist jetzt nichts Schlimmes, aber... Das ist der neue Stoff. Tada! Das sind ja wohl Welten, oder? Ja. Und das wird, der ist auch ein bisschen fester und ein bisschen dicker. Und ich denke, der wird auch so ein bisschen mehr Licht noch abhalten. Auch wenn die, ich meine, wir machen ja eh die Jalousien zu, aber ich glaube, das wird gut. So, alles fertig zugeschnitten, hier beschriftet, damit ich noch weiß, was wie wo oben ist und was wie wo zusammengehört. Und dann kann genäht werden. Aber wie das natürlich so ist, die unter euch, die selber nähen, wissen das. Man hat nie das passende Nähgarn zu Hause. Ich habe zwar hier schon eine ganze Reihe, aber weiß geht nicht so gut. Es ist ein bisschen zu hell. Ich brauche also einen leichten Beige-Ton. Habe ich natürlich nicht, sehr klar, ne? Wie immer. Natürlich nicht, sehr klar, ne? Wie immer. Guten Morgen. Ich habe jetzt mal das gleiche Preset hier drauf gelassen wie eben auf dem Foto. Und ich sehe aus wie 20 oder so. Ich habe mein Frühstück vorbereitet. Hier. Das sind wie immer Haferflocken mit Mandelmilch, warm in der Mikrowelle aufgekocht mit Quark, Birne und Kinderriegel. Ja, das gönne ich mir jetzt mal. Es ist noch ein bisschen früh zum Frühstücken, aber ich muss auch noch arbeiten heute. Also nicht im Büro, sondern zu Hause. Wird vielleicht nicht viel passieren heute. Ich habe zwar eigentlich ganz viel vor, aber die Zeit dazwischen wird nicht reichen, um sehr viel zu erledigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi! So sieht das aus, wenn beim Nägelmachen die Fitnessuhr angeht und man die Nägel feilt, dann sind da mal eben, ich glaube, 65 Minuten Sport auf der Uhr. Ja, schön wäre es gewesen, aber nö, ich habe nur gedacht, ich könnte ja mal ein bisschen angeben. Irgendwie sieht man auch, ich bin noch ein bisschen dolle staubig hier. Ja, okay. Vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen... Mittagessen heute, wahrscheinlich Kürbis mit Veggie-Bällchen. Mal gucken. Nur weil ich ja letztens so einen kleinen Fail mit meiner Uhr hatte, muss ich jetzt mal zeigen, dass es also auch richtig geht. Huch. Schließen. Das war die Herausforderung für September, die ich erhalten habe. Hier. Also, ne, das war heute Morgen hier. Ich wollte nur mal sagen, also es geht auch. Es geht auch wirklich, ne? Und zwar hatte ich hier 10 Minuten Laufband, Krafttraining, weiß nicht, 20 Minuten oder so, dreiviertel Stunde Schulter-Nacken und dann noch, das waren auch nur 25 Minuten Aqua. Also, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Furchtbar, ne? Diese Schmerzen immer. Es gibt immer so Situationen, da denke ich einfach nicht daran, dass... zu unterdrücken. Okay, jetzt zum Kalender.
So, meine Lieben, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr fühltet euch trotz allem gut unterhalten. Ich habe das nicht alles nochmal durchgeguckt. Das ist jetzt ja schon ein bisschen her. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Minuten da zusammenkommen, wenn man immer nur so kurze Schnippelchen den Tag über irgendwie filmt. Und manchmal ja gar nicht, aber trotzdem sammelt sich immer wieder was an. Wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt. Und ich hoffe, es hat euch irgendwie Spaß gemacht. Ein Lebenszeichen. Vielleicht mache ich die anderen Monate auch gleich. Oder die anderen Sachen, die ich noch habe. Ich weiß noch nicht genau. Macht's gut erstmal. Tschüssi.